In Griechenland ist das neue Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis forderte die Minister auf, die Ärmel hochzukrempeln. Man habe sich große Ziele gesetzt und keine Zeit zu verlieren. Jedem Ressortchef wurde eine Akte mit Aufgaben überreicht, die bis Jahresende erledigt sein müssen. Bald findet die Vertrauensabstimmung im Parlament statt. Danach werden wir sofort unseren ersten Gesetzentwurf über die Neuausrichtung des Staates vorlegen. Eine Woche später werden wir einen Plan für die ersten Steuersenkungen vorlegen, wie wir es den Griechen versprochen haben. Mitsotakis drückt nicht ohne Grund aufs Tempo. Die Flüchtlingskrise, das angespannte Verhältnis zum Nachbarland Türkei, die Nachwehen der Finanzkrise, Baustellen gibt es viele. Gute Absichten und Worte reichen nicht. Die Menschen erwarten Taten von uns. Also müssen wir als Team und für uns alle arbeiten und nicht nur jeder für sich selbst. Seine liberal-konservative Partei Nea Dimokratia hatte die Wahl am Sonntag deutlich gewonnen vor Alexis Tsipras Linkspartei.